Oh, herzlich willkommen zurück. Dieses Mal Zerstörerangriff auf Transporter. Ich denke, das kriegen wir hin. Müssen mal gucken, ob man ungesehen angreifen kann. Das kann man aber bei World of Warships, kann man das mit Torpedos. Ob man das in dem Spiel auch kann, weiß ich gerade noch nicht. Aber wir haben 22 Millionen, also da zur Not fährt man einfach rein und jagt den die Torpedos direkt. Direkt aus nächster Nähe rein. Dann probieren wir es mal. Also Italiener. Haben Italiener. Was haben denn Italiener für Torpedos? Ah ja, die haben auch schon die Fünfer. Haben wir denn hier? Hier haben wir auch die Sauerstofftorpedos. Scheinbar ist das nicht abhängig von den Nationen. Zumindest von den Waffendesigns habe ich immer das Gefühl, die sind nationenabhängig. Aber gut. Ich hätte jetzt gesagt, ich mache einen recht großen Zerstörer mit recht vielen Torpedos einfach. Ja, Medium. Der soll Medium viel aushalten. Wendigkeit ist jetzt, hätte ich jetzt spontan gesagt, ist gar nicht so entscheidend. Aber ich möchte mal ausprobieren, ob ich, Semi-Auto. Was auch immer jetzt Semi-Auto heißt. Wahrscheinlich hat da jemand, irgendjemand schiebt da noch eine Granate irgendwo hin oder irgendwie sowas. Wir nehmen die richtig dicken Torpedos und nehmen Sauerstoff. Ich möchte nämlich möglichst unentdeckt fast schon nehmen die leichten. Da muss ich nichts ändern. Vielleicht, dass man selber welche bemerkt. Ja, das wäre gar nicht schlecht. Hier werde ich jetzt gar nichts an, obwohl. Ja, Torpedo zu Long Range. Oder zur. Ich weiß nicht. Wie viel Torpedo-Reichweite haben wir mit denen? Wir haben dann später 22,3. Also ich finde, das zählt die zur Reichweite, aber ich weiß nicht, ob das in dem Spiel dazu zählt. Aber gut. Sonst hätte ich hier nichts geändert. Wir haben mehr als genug Geld. Dann könnte man hier auf Krupp gehen. Ist da was geändert? Okay. Na gut. Dann ist das so, dass sich da recht wenig mehr ändert. Das werde ich nicht machen. Gehe davon aus, dass ich unsichtbar bleibe. Hydro machen wir einfach mal rein und. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Reichweite ist. Ja, ich denke, das ist Reichweite. So, Main Tower. Dann nehmen wir den Advanced 6. Okay. Also da sieht schon echt komisch aus. Wo kann ich denn, wenn ich eine. Ich muss ja mindestens eine Kanone haben, meine ich. Secondary Tower, mindestens ein Main Tower. Brauche ich mindestens. So, wenn ich den jetzt hier hinsetze, geht der? Ne. Okay. Habe ich damit. Ach, Secondary Tower. Nicht Secondary. Okay, ich habe mich gerade verlesen. Dann bauen wir hier mal den großen wieder hin. So. Wohl, könnte man das. Na, das könnte man da auch unten hinsetzen. Dieses Geschütz. Kann man Barrels? Ne, aber Betten. Ja, okay. Dann hätte man hier den Doppelten. Aber das brauche ich nicht. Nehmen wir hier das ganz kleine Ding hier. Zack. Kann man jetzt einen. Ah, jetzt kann man das nach oben setzen. Sehr gut. Hat natürlich jetzt einen sehr eingeschränkten Winkel, aber ich gehe davon aus, dass ich nur. Ah, ich möchte jetzt nicht hier dort so ein Zwischengeschütz noch haben. Das ist blöd dann. Mal. Wie viele Schornsteine brauche ich denn? Ich brauche zwei Small oder was? Ein Big, ein Small. Okay. Hier noch Standard. Zwei. Die würden auch gehen. Okay. So, und jetzt.
Torpedos. Ganz viele Torpedos. Ja, dann sollen die mal richtig Spaß haben. Das hatten wir noch mal in einem Custom Battle, wo dort nur Torpedos hatten. Das hat recht. Nein. Mist. So schwer. So schwer, so schwer. Der ist ja jetzt schon fast zu schwer. Okay. Machen wir das nochmal weg. Also das Geschütz muss leider. Dann nehmen wir mal den kleineren Tower. Und hier auch den. Naja. Das ist ein Turmscheinwerfer. Mehr ist das eigentlich nicht. Aber gut. So. Wie viel kann ich denn jetzt? Wie viele kann ich davon? Ich kann davon keinen aufbringen. Das ist natürlich blöd. Aber ich könnte vielleicht von der Geschwindigkeit runtergehen. Na? Jetzt. Ich könnte 3 Stück. Oder ist jetzt auf 3er? War auch nicht schlecht. Nur dann könnte man die ein bisschen gezielter einsetzen. Ach, warte. Hab ich den Schornstein noch gar nicht? Schornstein. Wenn ich einen Big nehme, wird er. Ach. Reicht doch. Mensch. Habe ich vorhin den mittleren genommen oder was? Na gut. So, dann brauche ich jetzt nur noch Torpedos. Und noch Viererwerfer nehmen. Aber ich würde gerne die Fünferwerfer. Davon hat man dann schön viele. Aber nein. Das macht er nicht mit. Dann nehme ich Dreierwerfer. So. Möchte schön viele Torpedos haben. Einzelne würden noch gehen. Kopieren zwei. Oh, perfekt. Perfekt. Gut, jetzt haben wir sehr viele Torpedos. So ein Mini-Hauptgeschütz. Und sonst, ja, bisschen nach hinten. Moment. Jetzt haben wir hinten sehr viel Gewicht. Ja, immer noch. Wenn ich den sehr nah dahin packe, dann haben wir natürlich vorne mehr Gewicht. Weiß auch gar nicht, was mir das genau bringt, dieses Ausgleichen. Ich pack den dahin. Den dahin, den dahin. Den hier hin. Ihr könnt euch gegenseitig nicht beeinflussen. So. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, wir bauen einen Zerstörer. Ja, wir haben die Kosten. Oh, wir müssten eigentlich die 4%. Das lohnt sich eigentlich nicht. Man könnte so auch 2 bauen. Ne? Wenn man dort von den Kosten runtergeht. Warte mal. Wenn wir Krupp 1 nehmen. Haben wir noch einen 3er? Nein. Genau nicht. Aber ich könnte noch einen 2er einbauen. Nicht 2 Zweier einbauen? Ich habe gerade gesagt, gesehen, dass ich einen 2 einbauen kann. Moment. So, und wenn ich das jetzt hier anzeige. Ja, was zeigt er mir denn manchmal da oben an? So. Okay. Also ein 2er kann ich hier noch hin. Gut. Machen wir das hier so. So. Und so und den Zweier hier hin. Weil man den Zweier packen wir da hin. Ah, der soll aber soll sich schon drehen können. Ja, 1% vorne. 1,4. Na. So. Okay, hier passiert dann gar nichts mehr. Okay. Dann packen wir den so hin. So. So, jetzt haben wir 2 Zerstörer. Das, denke ich, kriegen wir jetzt so hin. Sieht zwar echt ulkig aus, aber vom Gewicht her geht da auch nicht mehr.
Könnte höchstens noch mal probieren. Jetzt haben wir 37 Knoten, 50% genau. Ja, dann würde ich mal sagen, probieren wir es einfach mal, ne? Ja, dann mal gucken. Also ein schwerer Kreuzer und die Transporter und ich mit meinen zwei Zerstörern. Mal gucken. Machen wir das denn? Also die Torpedos. Erstmal hier das Mob. Torpedos haben sie direkt eingesetzt. Gut. Wie viele Torpedos haben wir? Wir haben ein paar Torpedos, ja. Das ist eindeutig. Auf wen hat der denn jetzt getoppt? Der hat auf den getoppt. Okay. Machen wir erstmal auf. Du. Na, fahrt mal langsamer. Fahrt mal langsamer. Slow. Hier, 14 Knoten. Erstmal beobachten. Warum brennt er? Haben wir einen. Hat der geschossen oder was? Na gut, ich hatte jetzt eigentlich gedacht. Moment, wie viel Reichweite haben wir denn? Irgendwas ist gesunken. Was ist denn gesunken jetzt? Sehen wir das, was sinkt? Sehen wir was nicht, ne? Ja gut. Sehen wir was nicht. Wo ist das Spiel eigentlich gerade so leise? Mir kommt es gerade recht leise vor. Komisch. Gut, dann würde ich mal sagen, ihr könnt, Mensch, den da schießen. Nein. Und Torpedos aggressiv. Wohl. Wir machen mal kurz die Konkurrenz hier aus. Ne? Schalten die mal kurz aus. Drei Torpedos brauchen noch ein bisschen. Ja, der hat natürlich jetzt ordentlich abgekriegt. Jetzt ist der Hauptschiff geworden. Okay. Ja gut, mal gucken. Ob die Torpedos haben. Also sie sehen jetzt gerade ganz gut aus. Die Sauerstofftorpedos. Die sieht man ja auch so schlecht. Das war meiner. So, der hat ordentlich reinbekommen. Das war's. Gut. So, und die. Oh mein Gott. Jetzt sinkt der, oder was? Jetzt hat er keinen Motor mehr. Oh Mann, ey. Er kann auf der Stelle drehen, das kann er. Tja. Ja. Ich glaube, da kommt jetzt auch nicht mehr, oder? Ja, der hat den Schornstein vernichtet. Ne, das machen wir nochmal neu hier. Restart Battle. Das war ja überhaupt nichts. Probieren wir es. So. So, jetzt erstmal hier Touch. Ich möchte gerne einzeln steuern. Du torpedieren auf den da. Genau. So. Du. Fährst hier hoch. Du. Ja, was ist denn das hier? Ach, das ist der Zerstörer. Okay, der. Schwere Kreuzer. Okay. Du kannst dich jetzt mal einnebeln. Schießt auf den, nebelst dich auch mal ein. Ah ja, er hat auch Torpedos, okay. Ja, die sehen gut aus. Zumindest einer. Ja, sieht doch schon mal sehr gut aus. Natürlich ist die nächste Salve jetzt natürlich überhaupt nichts. Aua. CL? Halt.
Ach, der war noch nicht identifiziert. Okay, ihr könnt euch jetzt hier alle, ne, attached wieder zusammen. Und jetzt heißt es, ob die Transporter mit Torpedos. Mal jetzt da genau macht. Der wird schon wissen, wie zu spielen ist. Aber der sieht auch nicht bewaffnet aus. Naja, nicht so richtig. Ist der bewaffnet? Auch nicht. Zumindest, also ich würde vermuten, dass hier vorne dass dort das Geschütz ist. Weil sonst, und hier hinten. Sonst sehen die überhaupt nicht bewaffnet aus, finde ich. Da sind sie, ja. So, hast du denn schon deine Torpedos hier? Ready? Ja, das war's. Gut, nächster. Obwohl, geh auf den da. Weil der ist jetzt hinüber. Der da hinten braucht eh noch. Also, der kann da nicht ausweichen. Und davor können die jetzt auch nicht mehr ausweichen. So, zack. So, nächster hier. Die können ja auch zur Not einfach schießen, ne? Das haben sie ja gerade auch schon bewiesen. Die Geschütze sind gar nicht so schlecht. Also dieses einzelne. Gegenüber Kreuzer machen die echt viel Schaden. Kreuzerei schon gegenüber Transporter machen die echt viel Schaden. Verdammt viel Schaden sogar. So, der ist bewaffnet. Ja, der ist bewaffnet. Aber jetzt auch hinüber. Bewaffnet und trotzdem hinüber. So. Du lenk mal ein. Schön weiter auf die Transporter. Ist jetzt eigentlich nur noch ein Abfarmen, ist das nicht? Und besonders, der ist jetzt eh hinüber. Dann können wir auf den dort gehen. So. Ja. Alter, der kriegt jetzt richtig Torpedos und Weine. Da kommen noch ein paar. Ho, ja, komm, jetzt machen wir richtig Schaden. Machen wir einmal. Zack. 4500, das ist schon ordentlich. Und gut, dass der nicht von den Torpedos selber getroffen wurde. Alter, hat der gerade richtig. Alter, kann ich da nochmal beschießen? Nee, ne? Nee. Wäre natürlich jetzt heftig, wenn man nochmal drauf talken könnte. Der ist ja nicht nur tot, der ist, ich weiß auch nicht, der ist pulverisiert. Aber der hat auch 900 Schaden, haben die gemacht. Ja. Das sehe ich auch. Ne? 900 Schaden. Der schießt zurück. Okay, und der. Der ist vom Design her so wie die Bewaffneten, aber ich sehe jetzt keine Geschütze. Vielleicht sehe ich die auch erst, wenn er komplett identifiziert ist. Kann er sein. Er ist jetzt zu 80% identifiziert. So, mal gucken. 90. 93. Ja. 99. Ne, der hat nix. Der hat keine Waffen. Der hat sogar ein paar, der hat sogar dickere als der Zerstörer. Aber hat halt keine Panzerung. Der hat 0. Ich habe 2,5 bis 5 mm. Also schon mal besser. Ja, dafür haben wir mit den Torpedos überhaupt nicht getroffen, scheinbar. Nee. Aber der ist hinüber. Trotz seiner guten Bewaffnung. Wie viele hat er denn davon? Er hat sogar ein paar, ne? Er hat 1, 2, 3, 3. Und hier schießt irgendwas. Was soll denn da schießen? Hier sind 2. Ist hier noch was? Ist hier was? Ich erkenn's nicht. Also hier sind definitiv 2.
Nee, ich sehe es jetzt aber nicht. Na gut. Oh ne, so wild. Na dann vernichtet sie. Poppt noch ein bisschen drauf rum. Da dürfte doch jetzt einer dazwischen sein, der den Angst einjagt und genau dran vorbeifliegt. Ja. Müssen wir das echt mit den Hauptgeschützen machen, ey? Der hat doch auch. Ja, oder so. Ne? Nochmal richtig. Wie viele Torpedos haben wir noch? Wir haben noch zwei. Ja, mit jeder Salve. Jedem. Oder? Über dem hat dann scheinbar ein Dreier noch nicht toppt. Gut. Das dauert noch, bis wir wirklich mit dem torpedieren können. Er hat ordentlich ins Heck bekommen. Und der auch hat auch ein bisschen was abgekriegt. Ne, ein Dreier stand noch zur Verfügung. Dann gucken wir mal. Sind die jetzt ungenauer? Vielleicht ist das echt jetzt. Vielleicht war das jetzt Nahkampf und vorhin war es Reichweite. Weil der kam mir jetzt recht gefächert vor. Aber gut, Mensch, läuft ja richtig, ey. Boah. Läuft richtig. So. Wir sollen 50 Millionen ein Schlachtschiff bauen und damit zwei Schlachtschiffe versenken. Okay. Mal gucken, wie das funktioniert. Boost Technology. Eieiei, oder mehr Geld. Wie viel Geld kriege ich denn mehr? 25 Millionen kriege ich noch mal mehr. Eieieiei. Was soll denn das dann für ein Schlachtschiff werden, ey? Na gut, das werden wir nächste Mal rausfinden. Aber da freue ich mich schon drauf.